Give me that, Bro 5. Hier ist wieder Kointos und ich sage Welcome back to Dishonored. So, wir versuchen immer noch aus dem Gefängnis zu entkommen. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, daran, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Das ist ja sehr interessant. Ach, in der letzten Folge, das war ein richtiges Desaster. Wir haben so viele Menschen töten müssen. Und ich wollte das alles gar nicht. Ich wollte das alles hier nicht, weißt du? Ich wollte einfach bloß zur Kaiserin, wollte ihr meinen Brief geben. Was macht ihr denn da? Eine Albino-Ratte und tschüss, Albino-Ratte. Und an alle Tierschützer, die Ratten in dem Spiel sind keine kleinen, harmlosen Nager, die sind echt krass. Also, das wirst du nachher noch sehen. Ich bin nicht ganz blind, ich bin immer noch so in diesem Bereich, wo ich mich mit der Steuerung vertraut gemacht habe, weil halt noch relativ viel kommt. Hier, diesen Raum haben wir in der letzten Folge schon einmal kennengelernt. Bist du cool? Und Anweisungen des wachhabenden Offiziers. Lesen wir mal durch. Anweisungen des wachhabenden Offiziers zu Corvos Verhör. Corvo Atano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen, ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lordregent wünscht, ist ihr Kopf der nächste, der rollt. Die gehen nicht gerade mit Belohnungssystemen mit ihren Angestellten um, oder? Ach, das weiß ich doch schon, wie ich das Tagebuch verwende, aber ich mach's kurz auf, damit es verschwindet. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend, könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Wie nett. Ein Bömmchen. So, die Prüfung der Begabung. Du kannst mir auch mal sagen, ob wir mal so ein Let's Read machen sollen bei den ganzen Büchern. Die nehmen wir nachher nämlich, wenn wir sie einmal aufgemacht haben, mit. Jetzt lese ich es erstmal vor. Die Prüfung der Begabung. Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Ich weiß nicht, wie viele Bücher wir finden im Laufe des Spiels, aber ich lese halt immer gerne alles vor. Ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, nur angerissen, warum ich das mache. Ich mache das halt auch für alle Leute, die mit einem Handy zuschauen. Eine Woche im Voraus. Ich verstecke mich mal hier hinter der Tür. Lustig ist, dass sie mich jetzt nicht sehen würden, wenn ich jetzt mich hier so reinlehne, so. Das ist so dermaßen widersinnig, dass sie den nicht sehen, wenn er jetzt hier so rüber guckt, weil wir ja eigentlich noch hier stehen. Na gut. Aber wir nehmen das einfach mal so hin. Es ist für uns ja zum Vorteil. Oder es gereicht uns zum Vorteil. Und deshalb alles gut. Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkessel auch von gestern melden.
Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. So. Hier müssen wir glücklicherweise niemanden töten. Hab ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin geschnappt hätte? Na, auf jemand anderen. Wir sind voll nett zueinander. Show. Niemand hat uns bemerkt. Die Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. In dem Spiel ist es halt wirklich so, dass wir ab und zu warten müssen, bis sich die Wachen woanders hin bewegen. Den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden, eine Woche im Voraus. Gib mir all dein Geld. Huh, sieht er uns gar nicht? Kannst du mir bitte woanders hingehen? Alter, du guckst doch jetzt nicht... Oh, ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt müsste ich die auch noch alle umbringen. Ach, komm schon. Ach Gott. Ich wollte das doch alles nicht. Ach so. Na gut, wir sind tot. Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Ja, es tut mir doch leid. Ich wollte das doch nicht. So. Jetzt weißt du, warum wir das Spiel auf Mittel spielen und nicht auf Schwer. Entehrt. Achso, das habe ich ja schon vorgelesen. Corvus Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Das ist ja nett. So, darf ich das Geld hier kurz nehmen, ohne dass du dich umdrehst? Hey, sowas Wartungsdienst dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Das Witzige ist, dass der auch wirklich schnarcht. Also man hört ihn wirklich schnarchen. So, wir gucken erstmal durchs Schlüsselloch. So ein Sneak Peek. Hallo. Dreh dich um. Und geh schlafen. Was? Du hast nichts gehört. Hier ist gar nichts passiert. Alles gut. Dreh wieder deine Runden und niemand wird verletzt. Guck, jetzt sieht er uns nicht. Wir lehnen eigentlich voll in seinem Sichtfeld. Ach komm, hier ist nichts passiert. Geh wieder. Lauf wieder deine Runden. Alles gut. Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. So. Nom nom nom. Hoppala, da wollte ich gar nicht runter. Ich wollte hier noch ein bisschen looten. Ach, schön, wenn niemand stirbt. Ich stehe da drauf. Ja, spuck auf... was auch immer. Und ihr? Na komm, die schnappe ich jetzt schnell. Du hast gar nichts gesehen da oben. Du hast auch nichts gesehen. Nur einen Typen mit einem anderen Typen, der schnarcht auf seinen Schultern.
Aber das ist nichts Ungewöhnliches hier, klar? So, dich legen wir mal hier ab. Du kannst hier schlafen. Hattest einen schweren Arbeitstag, zu Hause die Frau meckert auch die ganze Zeit bloß, die Kinder wollen das Spielzeug und du musst dich hier nicht mit anderen Leuten messen, ne? Ja, reg dich doch nicht so auf. Soll ich dich ein bisschen würgen? Das macht alles viel besser. Komm, ich würg dich mal ein bisschen. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich das voll verkackt. Weil ich den nur einmal angetippt und dann wieder losgelassen habe. Hier, geh in die Ecke und schlaf deinen Rausch aus. Du hast nichts gesehen. Ja, ist echt beschissen, ey. Alles ist beschissen hier. Ich vergesse immer, dass ich hier um die Ecke gucken kann. Und so ein... und dabei unsichtbar bin, aus irgendeinem Grund. Ob das auch im wirklichen Leben funktioniert? So um die Ecke gucken und unsichtbar bleiben? Du hast nichts gesehen. Ich habe übrigens auch mal ausprobiert. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, dass ich um die Ecke gucken kann. Hilf mir doch jemand! Du wirst blutig. Dir hilft jetzt gar keiner mehr. Warum hast du denn nicht einfach mal deine Pflicht vernachlässigt? Es hätte doch jetzt nicht sein müssen. Ach Mann. Ach, es tut mir so leid. Ich hätte das Medipack gar nicht benutzen brauchen. Ich mach mir hier zu. Ich habe in der letzten Folge, wollte ich gerade erzählen, mal ausprobiert, was passiert, wenn ich die bewusstlosen Wachen beispielsweise irgendwo runterschmeiße, was eigentlich zu hoch ist für sie. Er ist auf dem Kopf gelandet und sein Kopf hat einen hässlichen Fleck hinterlassen und dann war er tot. Also daran haben sie sogar gedacht hier. So. Wir legen mal unsere Bombe und rennen ganz schnell weg. Fickt euch alle! Juhu! Jetzt müssen wir ein bisschen schwimmen. Und auf in die Kanalisation. Ich finde, die Games von Bethesda oder Bethesda, oder wie man es auch ausspricht, die Firma, haben alle so ihren eigenen Stil. Also, es erinnert mich doch alles sehr an Skyrim und an Fallout 3. Was gut ist, weil ich stehe total auf die Spiele. Wir gehen in die Kanalisation. Denn im Gefängnis sind wir fertig, wir sind jetzt ausgebrochen. Kanalisation von Dunwall. Auf der Flucht. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coldridge ermöglicht. Wenn du den Fluss Renhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei deiner nächsten Aufgabe helfen. Alles klar. Na du, kleine Ratte? Du Ratte? Er hat Sprengstoff benutzt, um den Weg frei zu machen. Das war kein Zufall. Glaubst du, er hatte Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Die sind so nett zueinander. Notiz eines Freundes, ich wollte die jetzt nicht unterbrechen. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieses Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Ja, sehr gut.
Was? Was wollte ich eigentlich noch essen? Mist. Na gut. Ich soll sowieso nicht so viel essen. Ich bin auch schon im Schleichenmodus. Ja, und da siehst du, die Ratten hier in dem Spiel sind keine kleinen putzigen Tiere. Die haben ihre eigene, ganz eigene Vorstellung von dem Film Ratatouille. Oh, 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 die lassen wirklich nichts übrig. Das sind richtige Monster. Ja, da bleiben wirklich nur so zwei Flecken übrig. Die armen Schweine, ey, das stelle ich mir als einen sehr, sehr grausamen Tod vor. Von Ratten aufgefressen werden? Nee, das willst du nicht. Wir werden mal aufpassen, dass uns das nicht passiert. Denn hier kommt schon der erste Rattenschwarm. Und hier sehen wir auch schon, dass die sich lieber auf Leichen stürzen, die sich nicht wehren, wenn sie die Möglichkeit haben. Aber es ist natürlich auch so, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, dann nehmen sie auch gerne mal Frischfleisch. Einen leckeren Raben beispielsweise. Corvo ist übrigens abgeleitet von Corvus und das heißt Rabe auf Latein. Oder Wandhaken. Aber ich nehme an, hier soll es Rabe heißen. Damiens Tagebuch. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gefunden. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchten, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen die Häuser überall in unseren Bezirken ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Nun ja. Möglicherweise, ach, hier ist Damien. Und seine Freundin offenbar, die sind hier umarmt. Ich sehe es nur ganz schlecht auf dem Bildschirm, weil, oh, die tun mir ja wirklich leid, ey. Sind wirklich ineinander umschlungen gestorben. Das Spiel ist doch ein bisschen sehr dunkel eingestellt. Die hätte ich jetzt fast gar nicht erkannt. Es liegt vielleicht auch an den beiden großen Scheinwerfern, die mir ins Gesicht strahlen, dass ich hier nicht alles sehe. Und du kannst hier schlafen. Wie siehst du eigentlich aus? Boah, hat der eine große Nase. Ich weiß, ich bin jemand, der still sein sollte, was sowas angeht. Große Nasen verleihen Charakter. Und alle übrigen Sprüche spare ich mir, weil die immer so angeberisch klingen. So, hier haben wir noch ein bisschen was zu futtern. Hatten wir schon so lange nicht mehr, deshalb. Runter damit. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Okay. Nein, frisst mich nicht. Das ist so ein bisschen, der Boden ist Lava, oder? Oder der Boden ist Ratten. Kennst du das Spiel? Hast du das auch gespielt, als du klein warst? Und bist von Möbelstück zu Möbelstück gesprungen? Ich weiß gar nicht, gab's hier oben was? Nee. Okay. Und hier müssen wir natürlich die Ratten überlisten. Das wurde uns vorhin als Hinweis gegeben. Hier. Happa Happa. Sag mal, wollt ihr nicht essen? Ah ja. Hier habt ihr noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Hauptsache ihr haltet euch von dem Rad fern, an dem ich gleich drehen muss. Lalala. So, ihr seid noch beschäftigt? Sehr schön. Gut, gut, gut. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo
verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. So. Ach, es tut mir so leid, dass ich so viele Leute getötet habe. Du merkst also auch, ich will eigentlich lieber stealth-mäßig spielen in dem Spiel und will gar nicht so viele Leute umbringen. Aber manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden. Gerade wenn sie so uneinsichtig sind. Ich loote vor allen Dingen auch alles hier, also nicht wundern. Ja, nett. Der hat gleich noch die andere Falle da drüben mit ausgelöst. Sehr, sehr gut. Aber hier kann ich, glaube ich, ruhig rennen. Ich glaube, hier waren keine Gegner. Hier waren nur Beutel und ein bisschen Geld. Ach Mann, wenn der zurückkommt, dann wird es ihm auch leid tun, aber naja. Hauptsache, er ist nicht tot. Und vielleicht ist es ja schon. Wer weiß. Möglicherweise liegt er da unten. Hat 20 Münzen. Ich weiß echt nicht, was das Geld bringt hier in dem Spiel, aber ich nehme mal so viel mit, wie ich kann. Denn Geld zu haben ist ja nie so schlecht in den Spielen. Wir sehen schon, hier gibt es sehr, sehr viel Tod in dem Spiel. Aber es ist ja auch eine Seuche. Ich weiß nicht, was es ist. Wir haben auf jeden Fall viele Ratten. Ich lese erstmal vor. An den kaiserlichen Schutzherrn. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind die Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertrollen, die sich sehr gerne mit ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für Sie aus den feinsten Materialien der Inseln hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Renhaven führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Nett. Ja, cool. Hollali, der kann damit umgehen. Ja, Schnellauswahl kenne ich schon. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich werde eventuell mal lieber die Pistole wieder nehmen, oder? Weil wir dafür aktuell am meisten Schüsse haben. Ja, doch. Machen wir so. Gut, wir haben jetzt neue Ausrüstung gefunden, sind... aus dem Gefängnis. Sind wir letzte Folge oder diese Folge aus dem Gefängnis gekommen, entkommen? Diese Folge. Wir sind aus dem Gefängnis entkommen und sind jetzt im Begriff, uns mit unserem ominösen Kontaktmann zu treffen. Und das werden wir in der nächsten Folge tun. Hoffe ich mal. Und dann spiele ich auch blind von da an, weil ich habe bis kurz vor dem Samuel gespielt. Also der war irgendwie nur noch 3-4 Meter entfernt und dann habe ich aufgehört. Also ich sage mal, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir beide sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Hier ist wieder Feindos und ich sage, welcome back to Overlord. Wirklich flauschig und fröhlich, die sind, das ist ja nicht auszuhalten. Aua! Aua! Ich darf noch sein. Brennt! Ey, ich sagte brennt! Übrigens gibt es auch immer Secret Endings, falls du neu auf dem Kanal bist. Aber
Das dürftest du ja jetzt mittlerweile wissen, denn hier haben wir eins. Und heute weiß ich auch einfach nichts zu sagen im Secret Ending. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.